muss auf die rote Kugel da warten, ey. Ansonsten sterbe ich. Wer jetzt übrigens merkt, ich habe doch so ein gewisses Pattern zumindest mir mal angeschaut, was ich doch so grob machen möchte. Zumindest so für die ersten drei Skulls. Das mittlerweile vor. Jetzt muss ich auf die blöde rote Kugel warten, ansonsten sterbe ich aber wieder nur. Dankeschön. Zweite rote Kugel ist auch jetzt nicht wirklich ein Problem. Das ist ein Witz. Ich habe ihn nicht getroffen. Wenn ich ihn halt nicht treffe, ne? Dann ist halt Hand unter, ja. Da kommt schon wieder eine rote Kugel genau in dem Moment, wo ich da drüber jumpe. Ich bitte dich! Ach, schön. Ja, besser. Mann, dreht der um! Warum? Ich hab's nicht getroffen. Oh. Also ein bisschen bitter ist das schon. So, wenn du gerade denkst, hey, du hast es geschafft. Und dann denkst du, hey, du hast es nicht geschafft. Weil du mal wieder einen dummen Fehler gemacht hast, also einen der Art, richtig dumm einfach nur, dann wird man schon ein bisschen traurig. Wenn ich da die ersten Skull, wenn die runterkommen, wenn ich ja nicht mindestens einen wegmache, ist das Game Over. Ist voll traurig, dass es dann Game Over ist, aber ich bin einfach zu dumm zu dodgen, alles gleichzeitig. Und wenn mich nichts von den Projektilen tötet, dann tötet mich spätestens die Fledermaus. Ich würde gerade sagen, ey, als ob das jetzt schon wieder nicht getroffen hat. Ich bin halt nicht so wirklich auf das Vieh am Aim, also auf diesen Schädel. Weil ich halt das nicht sehe. Ich schieße halt nur grob in die Richtung und dann falle ich in die grüne Scheiße rein und denke mir, fuck you. Boah. Ist das zum Kotzen? Ja, ist das. Kugel abwarten. Kugel abwarten. Und der nächste Skull abschießen. Nicht treffen. Zu dumm ist zum gerade auslaufen. Ja, okay, cool, doch. Also, boah, Alter. Geht mir das auf die Nerven? Ja, tut es. Ganz geschmeidig, viel zu krass. Geht mir das auf die Nerven? Rote Kugel, wo bleibst du? Dankeschön. Da ist direkt die nächste rote Kugel. Stopp, doch, du Kacki. Hurenwick-Skelett. Das ist halt, da kommt dann gleichzeitig noch eine rote Kugel nach unten, dieses Skelettding schießt 95.000 Mal. Also wenn die beiden Skelettköpfe gleichzeitig kommen, ist echt, ja, da bin ich zu dumm für, zumindest momentan. Ich muss mal wieder den Lack-Modus aktivieren, habe ich das Gefühl. Aktimatisieren. Weil ansonsten gibt es hier keinen. Ah, das war doch, also wirklich an Klugheit nicht zu übertreffen, der Move. Ja, doch. Ah, meine Fresse. Stirb. Ich frag mich erst alt, was hier für der Boss sein soll, auch so ein bisschen. Im Endeffekt. Habe ich keine Ahnung. Das ist so eine Kotze einfach. Das ist so eine Kotze. Ja. Weil dann genau, wenn man runterkommt, ist da genau diese rote Scheißkugel. Aber perfekt, ne, Harvin, ja. Oh mein Gott, Bad. Ich fürchte, in dieser Aufnahmesession werde ich den letzten Boss nicht mehr erreichen. Ist aber nur so eine Vermutung.
Ich meine zumindest, dass das Spiel 11 Stages hat. Ich meine, das ist das, was ich am Anfang im Kopf habe, also mir angeguckt habe. Naja. Oh mein Gott, spring doch nicht in die Kacke rein, ey! Oh, es ist jedes Mal, du musst jedes Mal so lange warten einfach. Oh, stirb, Skull, dankeschön. Oh, stirb, danke. Danke für diese schönen Gaben, danke. Für diese schöne. Stirb, danke. Das war ein bisschen unorthodox, ich bin dann ausgedutscht, aber. Doppelsprung! Heute mal wieder nicht! Tralladidel-dadel-didel-dudel-dadel-dai! Stirb. Stirb doch einfach, du Scheiße. Dass der Typ aber auch nicht müde wird, seine grünen Kackdinger zu verschießen. Hey, ich hab schon 95.000 von den Dingern verschossen. Es hat noch kein einziges getroffen, aber 96.000 soll das betreffen. Hashtag I believe. Was soll denn der Stumpfsinn, ey? Da ist dann die Fledermaus, ich sag es ja. Wenn ein Panzerprojektil mich trifft, dann fickt mich spätestens die Fledermaus. Kotzt mich das gerade an. Jetzt. Da. Die Wasserviecher waren trotzdem schlimmer. Übrigens, by the way. Nur, falls sich einer fragen wollte, was ich jetzt als schlimmer ansehen würde. Was denn? Bis hierhin ist das alles kein Problem. Hab ich ihn wieder nicht getroffen, kann ich direkt zu Random gehen, das ist. Brauche ich gar nicht erst weiter zu versuchen. Stopp. Scheiß Fleer, warum kann ich Fleer das hier abschießen? Die dürfte dann meinetwegen auch respawnen oder so ein Shit. Wo ist halt echt Kackies? Kackies und Kopies ist das. Ich muss da wieder die Richtung wechseln, ansonsten sterbe ich einfach nur. Ja. Ist ja gut. Mann, ich gehe nicht genau in der Mitte. Ich bin der Kid. Oh. Ich muss auf so viele Faktoren achten bei dem Scheiß. Sagen wir, als ob der halt jetzt nicht stirbt. Wieder keine getroffen. GG, I guess. Stopp halt! Natürlich! Natürlich! Tötet mich der letzte Schuss! Natürlich! Weißt du, aber ich lasse halt auch dieses doofen Skelett 95.000 Mal! Also, ohne Spaß, was habe ich mit der Zahl? Irgendwie. 95.000 ist heute irgendwie die Zahl des Tages oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lasse ich das Vieh einfach 500. Häufig von links nach rechts legen. Zu häufig für meinen Geschmack. Übrigens, ne, wenn diese Skelette sich dazu entscheiden, oder diese Totenköpfe sich dazu entscheiden, einfach ihren Schuss so behindert in die Landschaft zu setzen, dass no way ist, dass ich das irgendwie dodge, dann haben wir ein Problem. Stopp, danke schön. Muss ich wieder auf die andere Seite und wieder wechseln. Und dann stirbst du. Und dann sterb ich nicht. Ausnahmsweise mal. Wieder nicht. Was ist denn los bei mir? Oh nein, ich hab den Schuss hinterher geguckt. Mann, ey, das kotzt mich. Nice. Mittlerweile ist es zu einem unfassbar guten Commentary mutiert, könnte man sagen. Die mich einfach nur noch alles ankotzt, bis zum nicht mehr, aber es ist halt echt gerade nur noch echt beschissen. Ich meine, ne, mittlerweile, ich sehe das Pattern ja,
einigermaßen. Hätte ich halt auch schon schießen können, theoretisch, aber nicht gemacht, weil. Oh, oh, oh. Danke schön. Ich hoffe, du kommst nicht wieder. Nimmer fucking Wiedersehen. Das war der letzte. Jetzt sterbe ich daran, dass hier die Brücke kaputt geht oder der Gargoyle mich da oben tötet, aber. Okay, ich bin Black Screen. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben die Madness der. Oh mein Gott. Die Madness der. der. Keine Ahnung. Mini-Fights überlebt. Und sind jetzt im Castle. Der Castle der Castlehaftigkeit, was mal einen ganz geschmeidigen. Einen ganz geschmeidigen Anfangsgebimmst hier reinwirft. Die halt gar nicht mal so easy ist. Hat nicht normal. Oh mein Gott, dann muss ich da durch. Ich meine, das ist also ein typischer Fall von, ich möchte anders speichern. Wenn ich da ein paar Sekunden rausholen kann. Okay, das ist ein typischer Fall von, das bringt mir überhaupt nichts. Ja, der war verpumpt. So, hier sollte ich ja mal safe stehen. Für eine halbe Sekunde. Oder auch nicht. Ja. Alter Schwede. Die Musik ist dann doch ganz cool. Ja, mal gespannt, ob wir dann gleich irgendwie sowas wie ein König oder sowas fighten oder so ähnlich. Ach mein Gott. Nein, ach Mann. Das ist ja so ein klassisches, hey, du darfst eigentlich nirgendwo wirklich stehen. Ich speichere nochmal so, dass hier besser vom Timing hinkommt. Zu groß gejumpt. Zu früh gejumpt. Da muss man nämlich kurz warten, ne? Okay, da dachte ich kurz, ich könnte einfach mal stehen bleiben. Falsch gedacht. Ach, weißt du? Fuck off einfach. Du machst die ganze Scheiße mit diesen Kugeln hier, machst du davor. Uno-Probleme, no Probleme. Und dann verkackst du an dem einfachen Kacki-Jump. Da bin ich mir echt. Vorne. Oh mein Gott, ich springe einen großen Jump. Weil das voll smart ist an der Stelle. Nicht. Double Jump. Ohne Spaß. Das ist pretty hard hier. Ja. Großer Jump. Mhm. Tell me more, Kid. Tell me fucking more. Großer Jump. Wow. So langsam. Ach. Das Timing. Alter, das ist echt. Der Küchenmoker. Und kein einziger Sprecherpunkt. Ist auch hübsch, könnte man sagen. So langsam. Also. Das ist schon nicht von schlechten Eltern. Oh mein Gott. Wobei ich fairerweise auch sagen muss, ich glaube, wenn du einmal oben bist, dass es dann nicht mehr so allzu hart ist. Aber das ist auch nur gerade meine Vorstellung davon. Wie es sein könnte, wenn man einmal ganz oben wäre. Was aber irgendwie mir gerade nicht verwendet ist. I guess. So, Alter. Oh mein Gott. Da bin ich zu eng geblieben, aber was soll's. So. Puh. Mann, was ist das? Okay. Interessiert mich jetzt fürs erste Mal nicht. Denn wir haben jetzt zeittechnisch ist das ganz gut hingekommen. Deswegen würde ich sagen,
Machen wir nächstes Mal weiter. Bei I Wanna Fight My Destiny im Final Castle, würde ich behaupten. Dass das Ende in meinem Castle sein muss. Oh, interessant. Naja, nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.